Das sieht man ja hier, wir sind ja sehr lange im Untergrund gewesen, aufgrund des komplizierten Baugrundes. Man sieht, dass man ja jetzt außerhalb des Erdreichs ist und die Baustelle wird sich natürlich jetzt beschleunigen. Wir stehen an der Friedrichstraße, hinter mir der Rohbau und vor uns das Fassadenmodell, an dem man wunderbar die zwei Fassadenschichten sieht. Die vordere Schicht, die sogenannte Netzhaut, und die hintere Schicht, die eigentliche Gebäudehülle. Das ist eine theoretische Ecke, die quasi jetzt in dieser Konstellation an dem Gebäude, so gibt es die gar nicht. Also es sind nicht die Fenster, die sind nicht in der richtigen Abfolge, die Stahlreihen sind nicht in der richtigen Abfolge. Die Idee dieses Musters ist, dass jeder kritische Punkt genau einmal vorkommt. Und deshalb ist es eine Art theoretisches Modell, das eigentlich mit der Realität so eins zu eins nicht übereinstimmt. Aber dennoch die Vorgabe ist, um dann nachher jeden einzelnen Punkt in einem anderen Kontext überführen zu können. Wir haben jetzt heute das Stahlnetz eigentlich freigegeben, mit Ausnahmen von zwei, drei kleinen Dimensionen, die wir gerne anders hätten. Was man moniert hat, zum Beispiel, sind die silbrigen sichtbaren Schraubpunkte. Die sollten eigentlich unsichtbar und in der gleichen Farbe wie die Fassade gemacht werden. Also das sind Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten, die natürlich dann im Endeffekt in einer großen Stückzahl kommen. Und es ist ganz wichtig, dass all diese Kleinigkeiten miteinander besprochen werden oder zum Beispiel Kabeldurchführungen etc. All solche Punkte, die denkt man und spielt sie hier ausführungstechnisch durch. Die Fassade ist auch funktionstüchtig. Man kann den inneren Blendschutz runterlassen, man kann den äußeren Sonnenschutz runterlassen, man kann die Durchsicht prüfen. Man kriegt eine wunderbare Ahnung, wie das Gebäude in Erscheinung tritt. Das sieht man hier besser als in jedem digitalen Rendering. Man kann das anlangen. Man sieht auch die Dimension dieses Gebäudes und der einzelnen Profile. Also ich sage eigentlich, im Prinzip ist es wirklich, ohne das ist es jedes Mal ein bisschen so ein Flug ins Ungewisse. Und das gibt uns jetzt allen eigentlich die Sicherheit, dass wir hier auf einem wunderbaren Weg sind. Was ja wichtig ist zu sehen, ist ja, dass das Gebäude ja eigentlich durch diese Netzhaut lebt. Das gibt ja eigentlich den Charakter dieses Gebäudes. Das ist auch der Ort, der bespielt werden kann. Da können Plakate aufgehängt werden, da kann Pflanzen draußen sein. Also ich glaube, diese eine Dimension, quasi dunkel und hell, das ist nur ein Aspekt des gesamten Gebäudes. Wenn ich mir vorstelle, wie das Gebäude dann bespielt wird, dann ist das natürlich ein lebendiges Gebäude, das viel mehr lebt, als jetzt nur dieses Stück, das hier sozusagen für sich isoliert betrachtet dasteht. Ich glaube, schlussendlich ist es wichtig, dass es einen Vordergrund und einen Hintergrund gibt, dass etwas, was wichtig ist, stärker in den Vordergrund tritt, als das, was sozusagen nach hinten gedrängt wird und eigentlich nur eine technische Funktion hat. Und das sieht man an dem Muster eigentlich gut. Und ich glaube nicht, dass das ein schweres Gebäude gibt. Im Gegenteil, ich glaube, das Stahlgerüst in seiner Dimension wird dem Gebäude schon eine Leichtigkeit verleihen, dass es eigentlich so in Berlin jetzt noch nicht gegeben hat.